Der Community Day mit Shiny Otaro. Meine Ausbeute viel gefangen, viel gespielt. Welche Shinies? Pokédex-Eintrag. Dieser beste Kumpel wartet schon länger als ein Jahr darauf, entwickelt zu werden. Denn mittlerweile weiß man ja so, die Starter bekommen alle irgendwann einen Community Day. Und seither habe ich das nicht entwickelt. Das machen wir jetzt direkt. Es ist 16.30 Uhr bei mir. Na und? Hier sogar mit bester Kumpel-Boost. Der Schatten. Na und es wird das WP-Limit überschritten. Was aber natürlich noch interessant zu wissen wäre, ist, ob dann die nächste Entwicklung auch über irgendwelche Grenzen kommt, weil im Grunde müsste, ja, das wäre schon nicht so verkehrt, wenn man das auch irgendwie erfahren könnte. Genau, aktuell stehe ich bei in etwa 1500 Fängen mit grob 60 Shinies. Also es lief wirklich grenzgenial bei mir. Und mal wieder ein Pokédex-Eintrag mit bester Kumpelschleife. Das finde ich doch mal genial. So, Zwotronin ist hier am Start, aber wir wollen Admurai haben, was gar nicht so schlecht ist. So, kommt auf 2583 direkt. Ich habe das schon nebenbei immer mal wieder gepusht. Bei einer Feldforschung, wo man Power-Ups durchführen musste, habe ich das getan. So, und ja, bin wirklich begeistert so in der Kampfsimulation, wie gut das im Raid abschneidet. Als Wasserangreifer kann man schon mal machen. Oh, die Kumpelschleife ist hier wirklich groß, muss man sagen. Bei manchen ist die ein bisschen mickrig, aber hier bei Admurai sehr fein. Und weil ich für die Spezialforschung sowieso Power-Ups machen muss, werde ich hier natürlich komplett das volle Programm 532 XL. Bonbons habe ich aktuell. Entweder man klickt hier ganz oft oder hält gedrückt, beziehungsweise einmal nach links. Na und 3194 WP. 366.000 Sternenstopp, obwohl das schon relativ teuer davor war. Oh! Was hast denn du da Geheimes? Hey, Moment, sehen wir das jetzt nochmal? Wo ist deine Klinge, dein Schwert oder was auch immer? Vielleicht, wenn wir eine neue Attacke hinzufügen, was ich sowieso machen möchte. Und da wird es nochmal ausgepackt. Heftig, deftig, alles klar. Blizzard, ja, wie auch immer. Eine Kaskade Aquahubitze möchte man im Raid haben. Na, genau, von Muschel zu Langschwert heißt diese Spezialforschung auf Deutsch. Ich möchte sie der Vollständigkeit halber hier daneben kurz einblenden, was man so in Summe erhalten wird. Kostet 99 Cent. Da gibt es seit geraumer Zeit wahlweise bei jedem Community Day. Muss man sich nicht kaufen, überhaupt nicht. Aber am Ende bekommt man meistens die letzte Entwicklungsstufe, einen Rocket Radar, ein, zwei Premium Items, wie zum Beispiel in diesem Fall jetzt Rauch, ein Sternenstück und ein Regen-Lock-Modul, welches ich auch hier bei meinem Pokestop aktiv habe. So, das holen wir uns mal ab. Dann gibt es noch ein Otaro. 448 ist hier ein 100er. Habe ich leider nicht bekommen. Bisher. Mal schauen. Eventuell tut sich da ja noch was. Aber dafür zwei zufällige in der Wildnis. Jedoch weiß ich nicht, was ich mit denen, ja, werde ich jetzt nicht entwickeln. Vielleicht eines davon. Das andere aufheben, falls nochmal eine Attacke kommen sollte. Ich werde aber jetzt nicht drei davon pushen. Und eines habe ich auf Level 50. Das passt. Ich habe noch einige andere Wasserangreifer und so wächst und gedeiht meine Sammlung. So, nun muss ich für die Spezialforschung auch entwickeln. Und hier möchte ich an alle, die es interessiert, meine PvP-Pokémon zeigen, die ich mir alle markiert habe. Na und für die Superliga. Hier eines mit Rang 3 kommt auch haargenau auf 1500 WP. Das freut mich immer sehr. 1, 14, 12, genau diese Tabelle, die ich in meinem Guide eingeblendet habe. Da bin ich, oder da ist dieses Pokémon, die drittbeste IV-Kombination, um schön auf diese 1500 zu kommen, mit wenig Angriff, WP niedrig halten, das geht in Ordnung. Genau, von 4096 möglichen Kombinationen habe ich Rang 3, das ist schon sehr gut geworden. Da hatte ich wirklich Glück. Wir hatten auch die ganze Zeit keinen Wetterboost. Durchgehend 6 Stunden ohne Wetterboost. Ansonsten ist es natürlich immer etwas schwieriger, die mit niedrigem Angriff zu bekommen, denn der Wetterboost erhöht die Mindest-IV. So, da haben wir das mal. Nur kurze Überprüfung, ob das auch stimmt mit den 1500. Jawohl, ah, das ist schön. Der Monk in mir mag das irgendwie genau auf die 1,5 zu kommen.
Und für die UL Ultra League, die Hyperliga, habe ich auch eines, welches sogar auf 2500 kommt. Rang 10. Ebenfalls sehr gut. Was mich hieran stört, unter Anführungszeichen, ist, dass es so ein niedriges Level hat. Also muss ich da sehr viele Power-Ups reinstecken. Aber ich habe ein bisschen Sternenstaub, so ist es ja nicht. So, kommen wir zu den Schillern, denn ich glaube, da wird sich nicht mehr allzu viel tun, außer diese beiden Kollegen, die im Queststapel auf mich warten. Zwei habe ich aus den Feldforschungen bekommen, in Schilland, aus etwa 300 Feldforschungen, die ich gemacht habe. Aber natürlich nicht alle mit Pokémon-Belohnung, sondern auch sehr viele mit den Bären, mit dem Sternenstaub, mit den Bällen und so weiter und so fort. So, eines müsste hier noch irgendwo sein und dann zeige ich meine gesamten Schillernden. Genau, hier ist es. 422, leider nicht so gut. Aber aus einer Feldforschung hat man doch eine akzeptable Chance auf ein Shando, sag ich mal. Ein 100er in Schillernd, ein schillerndes Hando. Alter 0 zeigt alle aus den letzten 24 Stunden an und Schillernd 60 Stück sind es hier geworden. Aber eines ist sogar kein Otero. Ein Zickzacks war hier auch noch mit dabei. In etwa 1500 Fänge, glaube ich, müssten es sein. 60 Schillernde, da kann ich mich nicht beschweren. Und eine Sache, bevor jetzt alle verschicken und so weiter. Und 3 Stern eingeben. Hier von 60 nur 5. Das ist nicht so viel. Und warum sage ich das? Das sage ich deshalb, weil, oh, das ist sogar richtig gut. Das werde ich auch jetzt entwickeln. Einerseits für den Schatten, aber es gibt im Pokédex seit den Kategorisierungen eine Kategorie, schillernd und 3 Sterne Minimum. Und das mache ich jetzt immer vor dem Ausmisten, denn, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mich dazu entschlossen, ich habe das auch bei Evoli gemacht, jede Entwicklung mit mindestens 3 Sternen. Was heißt mindestens 3 Sterne? Ich tue so, als hätte ich eines mit 4 Sternen, das ist ja ein 100er. Aber genau, und das möchte ich jetzt wirklich so durchziehen. Nebenbei, ich bin zwar niemand, der da jetzt so komplett alles sammelt und jeden Pokédex-Eintrag sofort macht, aber wenn es nebenbei einfach so am Start ist, warum denn nicht? Und da kann ich mir gut vorstellen, auch wenn man relativ viele Schillernde bekommt, boah, das sieht auch genial aus, wenn man relativ viele Schillernde bekommt, aber nur 10% davon hatten 3 Sterne ohne Wetterboost, bei mir jetzt eben, wer, sagen wir mal, 10 Schillernde bekommt, da ist die Chance schon groß, dass man gar keines mit 3 Sternen hat. Von daher, ja, muss man aber nicht machen. Das ist so eine Pokédex-Kategorie einfach. Und der nächste Schritt, den holen wir uns hier ab. Von Muschel zu Langschwert. Da müsste nochmal ein Otero drin sein. Oh, nein, doch nicht. Ach so, nein, hier nicht. Am Ende dann, sorry. Zwartronin ist am Start. Einmal die erste Entwicklungsstufe auch hier direkt. Die Bälle, wem das aufgefallen sind, das hat mich auch ein bisschen überrascht, die sind weggegangen wie warme Semmeln. Ja, ich hatte so einen krassen Vorrat von dem Event, wo man so viele bei der Feldforschung bekommen hat. Aber da, ich meine, ich war auch sehr großzügig, sage ich jetzt mal, und habe häufig die besseren Bälle verwendet, denn die Pokebälle, die möchte mein Pokéball Plus verwenden. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall sehr viel Platz in meinem Inventar. 427, auch nicht unbedingt. Das Gelbe vom Ei, 3 großartige Curvebälle noch. Ja, im Regenlockmodul, da sind auch definitiv andere Pokémon aufgetaucht. Wie zum Beispiel hier ein Zapladin. Jedoch gefühlt vielleicht ein bisschen häufiger auch Otero, keine Ahnung so. Übrigens, das Mega-Pokémon muss man nicht als Kumpel haben. Das ist nur gerade zufällig, weil, oh, ist schon wieder, genau, habe ich nicht gefüttert jetzt, beziehungsweise gespielt damit, was auch immer. Muss man nicht als Kumpel haben, aber ich habe es jetzt gerade auch wegen der Mega-Energie sowieso zufällig. Es reicht, wenn hier rechts oben, so wie der Rauch oder was auch immer, dieses Icon ist. Braucht man nicht als Kumpel, nur die Mega-Entwicklung, dann gibt es plus ein Bonbon für alle Pokémon, die sich einen Typ mit dem Mega-Pokémon teilen. Hier noch ein Sternenstück holen, 15 Superbälle. Einen Rocket-Radar, den gibt es jedes Mal, aber Team Go Rocket hat nichts hiermit zu tun. Aber okay, so, 15 Hyperbälle und nun, was ich immer richtig genial finde, erstmal den Willow. Wir fangen ein gewissermaßen wildes Atmurai. Das wird man nicht alle Tage erleben, allerdings muss ich sagen, jetzt aktuell, in dieser Season auch,
Impergator habe ich schon ein paar Mal gesehen. So direkt die Entwicklungen von ein paar genialen Pokémon. Letaking, das hat mich auch überrascht, aber da hatte ich dann keine Lust mehr, weil das Ding 20 Hyperbälle gefressen hat und noch immer nicht drin bleiben wollte. So, und nun noch zwei Sonderbonbons, aber eben ein wildes Atmurai. Auch direkt mit Aquahaubitze. Boah, das steht gefühlt sehr weit weg, hat einen sehr dunklen Kreis. Verwenden wir auch, wenn es unnötig ist, aber ich muss die sowieso wegbekommen. Eine silberne Sananabeere, wow. Nein, bitte bleib nicht drin. Ich will mir die Attackenanimation nochmal genauer ansehen, beziehungsweise im PvP in der Kampfliga wird man es dann vermutlich auch sehen können. Nein, direkt drin geblieben, okay. So, Typ Wasser und das Plus 1. Bonbon ist eben durch die Mega-Entwicklung, Atmurai. Es gibt auch eine neue Attacke und im Grunde, das ist sowieso unnötig, das werde ich nicht verwenden. Die kann ich mir mal kurz holen, obwohl gibt es sie schon, ich glaube, die müsste es schon geben, auch im Event. So, Aquawitze kann ich neu gelernt werden, genau. Der Feelender ist genial, das kann man im PvP verwenden. Na, oder gegen Team Go Rocket, Hydropumpe, aha, okay. Und Feelender, Kalkklinge suchen wir. Das zeigt mal wieder, wie genial das TM-System ist. Kostet wirklich nicht viele TMs. Da ist es auch schon. Braucht wenig Energie, verursacht wenig Schaden, hat aber eben eine Chance von 50% die Verteidigung beim Gegner zu reduzieren. Entweder gegen andere Trainer oder gegen Team Go Rocket zum Beispiel. Na gut, und ich glaube, das war ein erfolgreicher Community Day für mich. Erfahrungspunkte, ich bin nicht so mit Absicht auf fabelhaft gegangen. Wenn der Kreis gerade gepasst hat, dann habe ich es versucht. 3000 EP sind 3000 EP auf jeden Fall. Und ich glaube, so 2 Millionen müsste ich gemacht haben. Hoffentlich habt ihr alles erreicht und bekommen, was ihr wolltet. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen. Jetzt noch viel Spaß mit Professor Willow und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Der Schilling, Alter. Hallo Daniel Schilling, kannst du mir vielleicht bei etwas behilflich sein? Als ich vor kurzem spazieren ging, bemerkte ich mehrere Bäume mit Schnittspuren. Und ich habe eine Vermutung, was das war. Es gibt ein Pokémon namens Otaro, das Otter-Pokémon, das eine Muschel auf seinem Bauch trägt, die es abnehmen und als Messer verwenden kann. Ich habe in letzter Zeit viele Otaro gesehen und ich glaube, dass sie unsere geheimnisvollen Baumschnitzer sind. Könntest du ein paar Otaro fangen, damit wir mehr über dieses Pokémon lernen können? Willkommen zurück, Daniel Schilling. Wusstest du, dass Otaro die Muschel auf seinem Bauch nicht nur zum Kämpfen verwendet, sondern auch zum Aufschneiden von Bären? Ein gutes Multifunktionswerkzeug ist Gold wert. Nachdem wir nun mehr über Otaro erfahren haben, sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf seine Entwicklung, Zwotronin, richten. Lass dich nicht von seinem niedlichen Aussehen täuschen. Zwotronin nimmt sich selbst sehr ernst. Zwotronin ist auch als Schulungs-Pokémon bekannt und eignet sich über strenges Training seinen eleganten Muschelkampfstil an. Ich würde so gerne Zwotronin mal kämpfen sehen. Kannst du bitte dein Otaro für mich weiterentwickeln, Trainer? Wow, Zwotronins Muschelkampfstil ist unglaublich. Pokémon überraschen uns doch immer wieder, stimmt's, Daniel Schilling? Ich schaffe es kaum, meinen Bauch zu reiben und mir gleichzeitig leicht auf den Kopf zu schlagen. Und dieses Pokémon beherrscht maßgeschneiderte Kampftechniken. Das ist wirklich eine Inspiration. Ich habe nun ein besseres Verständnis von Zwotronin gewonnen. Was bedeutet, dass wir uns jetzt seiner Entwicklung zuwenden können. Zwotronins Entwicklung Atmurai ist bekannt dafür, sein Langschwert an seinem Panzer zu schwingen. Anscheinend zieht Atmurai, ehe man sich's versieht, das Langschwert aus seinen Vorderbeinen und besiegt dadurch seinen Gegner. Es ist verständlich, weshalb es als würde Pokémon bekannt ist. Wie wäre es, wenn du dein Zwotronin entwickelst, damit wir das majestätische Atmurai selbst erleben können? Hervorragende Arbeit, Trainer. Das ist ein sehr schönes Atmurai. Sein Langschwert ist wirklich ein herrlicher Anblick. Da ich weiß, wie schnell es seine Klinge ziehen kann, frage ich mich gerade, wie lange es wohl zum Zerkleinern von Bären braucht. Vielen Dank für deine Hilfe heute, Daniel Schilling. Wir haben so viel über Otaro, Zwotronin und Atmurai gelernt. Wir muscheln uns bald wieder zusammen. Und tschüss, danke fürs Zusehen.